Hallo, hallo und herzlich willkommen zu einem wundervollen neuen Daily Vlog. Heute schauen wir uns was ganz Tolles an, nämlich unser McCryers Putzmittelchen. Und zwar haben wir ja da ein paar Sachen und so auch ein paar Aufsätze für unsere Bohrmaschine. Ich bin mal gespannt, ob das mit der Bohrmaschine so gut funktioniert. Man sagt ja eigentlich, eine Extender-Maschine ist da besser geeignet, aber wir probieren es trotzdem mal mit der Bohrmaschine aus. Ja, genau. Und ich habe auch einen Sonderfall, also nicht, wir fangen nicht mit unserem eigentlichen Cadillac an, sondern mit einer anderen Motorhaube an, die wir nicht mehr brauchen. Und okay, das ist sportlich gewesen. Der Leo ist einfach auf meinen Schoß hochgehüpft. Nicht schlecht. Ja, genau. Und die probieren wir jetzt auf der Motorhaube aus. Und die sieht ziemlich übel aus. Das zeige ich euch jetzt mal. So, das ist die Motorhaube. Die sieht auch echt übel aus. Wirklich, wirklich übel. Die hat wahrscheinlich noch nie Pflege gesehen. Und wir werden dort als allererstes uns ausprobieren, weil es für mich Neuland ist. Ich bin gespannt, wie gut ich damit klarkomme. Und wir werden auch nur die Hälfte der Motorhaube machen, damit wir dann einen Vorher- und Nachher-Effekt sehen. Und ja, genau, das werden wir jetzt ausprobieren. Als erstes werden wir waschen, erstmal den gröbsten Dreck wegmachen und dann probieren wir die Applications aus von McCryers. Ich bin schon mega gespannt. So, Motorhaube ist gewaschen. Jetzt haben wir hier unser Soft Wash Gel von McCryers Set hier. Und zwar sollen wir je Liter eine Verschlusskappe in den Eimer geben. Das riecht interessant. Es riecht gut, aber nicht so aufdringlich. Nur ganz dezent, so ein bisschen süßlich. Auf jeden Fall ein sehr angenehmer Geruch. Und man sieht schon, wie das kräftig am Schäumen ist, ohne dass wir da groß geschüttelt und gerührt haben. Und jetzt probieren wir das mal auf der Motorhaube aus. Ich bin schon mega gespannt. Ja, man sieht richtig, wie geil das schäumt und den Dreck umschließt. Jetzt spülen wir das Ganze mal runter und dann schauen wir mal, was wir schon damit geleistet haben. Okidoki, also Motorhaube ist jetzt abgetrocknet. Man sieht immer noch leichte Verschmutzungen und wirkliche Lackschäden. Also das ist schon ziemlich übel. Aber man sieht definitiv einen Unterschied von vorher und nachher. Und wir haben jetzt unser nächstes Mittelchen. Unseren Paint Cleaner Deep Crystal. Davon soll man ein bisschen was auf so ein Application Pad drauf geben. Da werden wir heute nämlich noch ein weiteres Produkt ausprobieren für die Bohrmaschine. Weil ich habe keinen Extendenzschleifer oder irgend so ein Zeug. Und deswegen probieren wir das mit der Bohrmaschine aus. Keine Ahnung, ob das gut funktionieren wird. Und verteilen das mal schön gleichmäßig auf die Motorhaube. Definitiv wieder ein Stück sauberer und wirklich, man sieht jetzt eigentlich im Prinzip hier, ich weiß nicht, ob man es hier zum Beispiel sieht, hier ist ein Kratzer. Ich versuche es mal einzufangen von der anderen Seite. Hier, da ist ein Kratzer. Den sieht man ganz gut jetzt. Den hat man vorher nicht so gut gesehen. Und es ist wirklich, wirklich, wirklich viel, viel, viel besser. Wir haben jetzt hier nochmal einen kleinen Übergang gelassen, wie man hier sehen kann. Ich hoffe, ihr seht das auch. Und dann der nächste Übergang. Also das ist schon ziemlich krass. Und ja. Es lässt sich echt gut damit arbeiten mit der Bohrmaschine. Hätte ich gar nicht gedacht, dass das so gut geht. Ich hätte irgendwie gedacht, das nimmt mich voll mit oder so, aber das war jetzt echt super. Und ich freue mich schon, erst an dem hier zu testen. Aber jetzt kommen wir erstmal zu Schritt 3. Schritt 3 ist der Polish, also sprich die Politur, die jetzt die obere Fläche abkratzen wird sozusagen. Man kann das so ein bisschen beschreiben. Und dadurch soll dann wieder ein stärkerer Glanz entstehen. Und dazu benutzen wir jetzt mal hier so eins. Das ist auch etwas fester, damit wir ein bisschen grober dran gehen können, weil das, was wir jetzt benutzt haben, war eher etwas weicher. Und ja, ich würde sagen, wir probieren das jetzt mal. Ja, das ist wirklich krass. Das ist auch wieder popo weich. Und das ist wirklich richtig, richtig glatt. Das ist ja wirklich mega cool. Ich habe das noch nie mit einer Maschine gemacht. Also ich muss dazu sagen, wahrscheinlich ist es mit einer Extender-Schleifmaschine wahrscheinlich viel, 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 viel besser. Aber das ist schon echt cool. Nicht schlecht. Und angenehmer als mit der Hand zu machen.
So, jetzt kommen wir zum letzten Schritt. Der letzte Schritt soll für Glanz sorgen und natürlich, dass das Wasser wieder schön abhält und auch den Schmutz so ein bisschen abweist. Und dazu nehmen wir jetzt hier so was ganz Weiches, um das Auto schön damit einzumassieren. Also es ist gut geworden, definitiv, dafür, dass der Lack so am Arsch war. Aber ich muss dazu sagen, mit einer richtigen Maschine wäre es wahrscheinlich besser gegangen. Vielleicht hätten wir auch noch ein paar Gänge durchgehen müssen, dann wäre es vielleicht auch besser geworden. Aber bei einem Lack, der noch nicht so abgefuckt ist, ist das ganze Ergebnis mit dem Zeug hier doch eine ganz andere Liga. Und das sieht echt wirklich, wirklich, wirklich mega nice aus. Also das Ergebnis ist echt krass geworden mit dem Zeug. Aber ich bin echt K.O. und fertig danach. Also mit so einer kleinen Bohrmaschine, da hat man schon ganz schön was zu tun. Schöner wäre natürlich, wenn man größere Pads hätte, weil die Pads sind tatsächlich sehr, 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 sehr klein und man arbeitet da wirklich ewig. Also so ein Pad hier wäre besser, da würde man schneller vorwärts kommen. Also die Pads sind nicht so doll, sind zwar okay, ja, für so ein bisschen und wenn man Zeit hat und Kraft, dann kann man das damit schon mal machen. Aber ich hole mir nächstes Mal, wenn ich mir wieder welche kaufe, große Pads. Aber definitiv, es geht mit der Bohrmaschine. Hätte ich nicht gedacht, dass es so gut funktioniert. Also ist ganz okay. Für einen Lack, der nicht so kaputt ist, kann man das schon mal damit machen. Das Zeug von McCriers ist wirklich mega nice. Ich habe ja bisher immer so Zeug von Nigreen benutzt. Das ist auch nicht schlecht, ja. Also das ist auch gutes Zeug. Aber das da ist schon eine ganz, ganz, ganz andere Welt. Und ich muss schon sagen, das hat mir schon Spaß gemacht. Und ich werde jetzt eine Runde cruisen fahren und das herrliche Wetter noch heute Abend ein bisschen fahrend genießen. So, ja, liebe Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es gefallen hat, lasst ein Like da lassen. Bis zum nächsten Video. Ciao, ciao.